Moin moin, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind hier auf der Südseeinsel von Vaas. Da sind ein paar Stripper. Lass erstmal hier rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Überraschung. Oh. Oh, verdammt. Fuck. Du warst so vielversprechend, Jason. Scheiße. Los, Leute, Bilder. Oh Mann. Was passiert hier? Wahrscheinlich hier rüber. Ich hab dich nicht hergebieten. Du, Peter, bist von ganz alleine hier. Da ist ein Tiger. Oh, hier hoch. Ich kann Zehn Riesen. Für den Schwanzlutscher, der mit Jason Brody einbringt. Ich mach den Fall. 10 Riesen? Na, das ist doch mal eine Summe. Warte mal, da ist ein Tiger. Komm. Ich muss mal die Arbeit ab, mein Freund. Jetzt hole ich den von seinem Geschütz darunter. Okay, sollte ich besser hier mit dem Leben. Deutlich besser. Oh, verdammt, ich stehe auf dem brennenden Haus. Vielleicht sollte ich hier erstmal runterkommen. Der Tiger erlegt für uns ja die Arbeit. Ich weiß mal den Sniper da oben, dass er unseren Tiger nicht tötet. So, was ist mit dem da hinten? Ehrlich gesagt finde ich Vaas eigentlich recht cool. Also mit seinen Sprüchen und so, aber natürlich möchte er uns umbringen, das ist natürlich nicht so gut. Kurz nachladen. Tiger ist wahrscheinlich gerade tot. Pass auf. Kurz die Kugel da rausholen. Und da oben ist noch einer. Jawohl. Da haben wir noch einen Tiger gewesen. Oder kommt so einer raus? Komm, wo ist er? Nein! Ach, scheiße, das gibt's nicht! Fuck! Mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Fuck, Mann. Ich hoffe schon im Kampf, dass wir bei den Tiger einfach mal rausholen können. Ich habe ja noch einen zweiten Tiger gesehen. Okay, ja, wir sind kurz im Kampf. So, pass auf. Tiger Nummer 1 ist frei. Tiger Nummer 2 ist da hinten. Dürfte auch frei sein. So, was soll ich mir erstmal? Die hier. Und dann hole ich mir den da. Oh, verdammt, hier ist eine Granate auf dem Dach. So, und jetzt wasche ich hier durch. Mal nachladen, heilen. Weil, genau so. Du gehst garantiert nicht aufs Geschütz. Du auch nicht. So, ist da oben noch einer. Den da drin hole ich mir noch schnell, genau. So weit, so gut. So, wir sollen mal schnell nachladen, heilen. Ich sag immer nachladen. Ach nein. Ist ja nicht so schlau. Ich habe immer deine Schwester gepoppt. Ich möchte jetzt die Kraftausdrücke verwenden, dass dann noch Video auch noch von YouTube gesperrt wird. Fuck man. Weil ich hier irgendwie die Kraftausdrücke use. Pass auf, noch einmal heilen. Okay, erstmal das Feuer löschen. So, einmal noch die Spitze. So, pass mal auf. Sniper. Wo ist er? Ach, da.
kommt doch der Dicke da rein. Ach nein. So, verrecke. Jawohl. Oh, immer diese creepy Musik. Ach, da unten ist er. Kommt einfach mal hier durchgewascht. Oh Gott. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Kurz mal die beiden plündern hier, die drei, meine ich. Und... Was? Und rein. Was? Wo bist du? Was ist denn durch hier? Überraschung, Fickpisser. Nein! Puh, shit. Ist das nicht der Deutsche, den wir Cetra gebracht haben? Och, fuck, Mann. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Kranker Scheiß hier, das Spiel. Auch geil, dass der Boden aus Monitoren besteht. Wer bist du, Jason? Was für ein Mann bist du? Okay. Ist aus dem Lot geraten. Ich bin der Angelpunkt. Ja, wie geil. Okay. Hier sieht man noch unsere geile Szene da. Und das war's. Bist du gern bei meiner Schwester? Ja? Sie wird ein Krieger aus dir machen. Du bist so kaputt, Jason. Na los, drück ab. Na los, du Schwanzlutscher. Drück endlich ab! Okay. Ich schließe einfach mal. Du bist ich. Und ich bin du. Kranker Scheiß hier. Ja, was ist das für eine Waffe? Die ist ja mal Hammer. Das ist ja eher genauso behindert wie die anderen da. Die immer auf mich zurennen. Schnell weiter. Ja, die Waffe ist echt geil. Die muss ich mir im Shop gleich mal holen. Die geht echt ab. So. Und weiter. Warum stirbst du nicht? Weil jetzt alles nur Hologramme sind. Was? Das gibt's nicht. Ich hatte nicht mal einen Lebenbalken. Ich weiß nicht mehr, wie viel Leben ich hatte. Okay, nochmal. Wenn ich mich jetzt ein bisschen blöd anstelle, ihr das einfach mal so hinkriegt. Aber ich wusste ja nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist also die Vektor hier, die ich benutze gerade. Jawohl. Schnell nachladen. Und tschüss. Bloß nicht zu nahe kommen lassen hier. Ich glaube auf jeden Fall schon besser als beim zweiten Mal. Ja, beim ersten Mal meine ich. Warum stirbst du nicht? Kurz nachladen. Dann wurde immer schon wieder beim Nach. Nein, das ist doch scheiße! Mir wurde nicht mal das Heilen gezeigt. Was soll ich denn da machen? VTF. Damit sollte einfach durchwaschen. Und immer schön 2-3 Schüsse abgeben. Und ich. Ich sterbe mir auch recht schnell. Hier die Wasgeister. Was soll das denn? Mann, fick dich. Ich bekomme ja nicht mal down. Da kommt da schon wieder der Nächste an. Weiß ich, kann mich ja nicht mal heilen hier. So, komm, jetzt nimm die Waffe hier. Erstmal nachladen, was soll das? So, pass auf. So. Oh, mein Gott. Warum stirbst du nicht?
Komm schon, das. Ist mir jetzt scheißegal, ich renne einfach jetzt hier hoch. Und ich brenne jetzt, aber ich greife ihn an. Oh Gott. Messer. Und? Beendet. Los. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt mit unserem Freund war's. Wir haben es geschafft. Okay. Auf jeden Fall einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie was noch für uns noch weitere Schwierigkeiten macht. Weil er gerade die Augen wieder aufgeschlagen hat, aber. Ist ja ein bisschen komisch, der Typ. Have you guessed the riddle yet? The haters say. Turning to Alice again. No, I give it up. Alice replied. What's the answer? I haven't the slightest idea, said the hater. Kann man sehen, was uns Zitra zu sagen hat? Wahrscheinlich spawnen wir bei ihr jetzt wieder. Jason. Ja. Du kämpfst gut, Krieger. Steh auf. Genieße deinen Sieg. Ich würde einen Krieger aus dir machen. Verließ mich. Den Stamm, sein Geburtsrecht. Hoyt Voker lockte ihn fort mit Geld. Drogen. Er wurde ein Monster, aber er blieb doch mein Bruder. Hoyt wird für alles bezahlen, was er dir und meinen Brüdern angetan hat. Ich bringe dir seinen Kopf. Was ist mit deinen Freunden? Ein Boot nehmen. Ich bleibe bei dir. Das freut mich zu hören. Ob das die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Wie wirst du heute töten? Ich habe einen Spion namens Willis getroffen, der mich auf Holz Insel bringen kann. Clever. Die Rakyat werden dich vermissen, wenn du weg bist. Werden Sie das? Komm zurück zu mir. Zu meinem Volk. Bald. Ja, mal sehen. Ne? So, mal gucken. Ob wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, die Insel ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. So, wir erstmal hier einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich weiß nicht. Ich würde ein bisschen auf Gesundheit über noch gehen. Du kannst einen Tag aneinander. Du kannst. Was? Mehrere Tage hintereinander ausführen. Ach komm, das nehmen wir mal. Wir müssen da eh alles noch erlernen. Okay. Also einfach. Steuern. Moment, das wollte ich noch machen. Ach, verdammt. Was ist das denn hier? Ah, super! Das muss man als nächstes nehmen. Okay, merkt euch das. Erstmal mit dem Geld. Ich denke, wir sind bald wieder. Warte mal. Wo befinden wir uns denn gerade? Hier befinden wir uns. Wo ist denn der Aussichtsturm? Da hinten, okay. Das heißt, dumme Idee, den einzunehmen. Egal. Lass mir hier oben die Kiste mit plündern. So, also. Meine Idee jetzt. Wir nehmen als erstes. Dies von wegen, mehr Geld und dann schleichen da. So, mal gucken. Zitras Tempel verlassen.
Zack, hier raus. Und tschüss, meine Raketfreunde. Na, wer ist Dennis? Gucken, was er uns zu sagen hat. Jason, du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Okay. Der scheint nicht mehr ganz nüchtern zu sein. So, Tempel ist zu. Mal gucken. Sprich mit dem geretteten Freunden. Ja, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und haut raus!